Willkommen zurück zu Let's Battle Sonic und Osas Racing Transformed. Und nein, ich will die Lobby nicht verlassen. Mit dabei, Amiga Link. Hallo. Das ist jetzt, wenn man so in die Bus bringt und neben der Aufnahmetaste da auch noch auf die Backspace-Taste kommt. Na egal. So, Wir legen einfach los. Ihr kennt das Spiel vielleicht schon, ne? Rennspiel wie Mario Kart. Mit Sega-Charakteren. Super. Einfach Töfte. Genau. Ja, mehr muss ich dazu nicht sagen. Hey, ich habe einen Handschuh. Ja, er hat einen Handschuh. Lang würde ich jetzt nicht deswegen steinigen müssen, das ist schon von vorne. Aber der Handschuh wird auch nicht lange halten. Nee. Und hey, ich habe nicht Amy, das ist schon mal gut. Ich auch nicht. Ich habe diesen, keine Ahnung wie er heißt. Der mit seinem Bötchen. Die haben im Moment alle ein Boot. Aber wir sind auf dem Wasser. Nee, komisch, ist aber so. Stimmt, ne, dieser komische Wikinger da, keine Ahnung. Ich verstehe. Weiß oder wie heißt der? Ja. Kann sein, ne? Könnte sein. Das kommt mir auf jeden Fall gerade sehr langsam vor. Wo bist du überhaupt? Ich bin irgendwo weiter vorne, Platz 8. Okay, dann bist du vorne. Hinter mir. Da kannst du gerne bleiben. Yay, Sticker freigeschaltet. Yay, ich hab mein Achievement. Steam Achievements. Yay. Fängt ja schon wieder gut an. Ah, jetzt sehe ich dich. Du bist Shogun. Von Total War. Kann auch sein. Ne? Ist das von Total War? Ja. Okay. Banzai. Und so ein Samurai-Krieger. Ja, genau. Genau, da kam ich gerade nicht drauf, als die Wikinger sagten. Ich davon. Ja, sorry. Tut mir ja fast leid. Aber auch nur fast. Und nur fast. Und wir wissen ja, fast macht immer noch einen großen Unterschied. Ja. Oha, ich knall natürlich an die Wand. Ja, das kannst du gerne bleiben. Also, Wände sind immer toll. Besonders die eigenen vier Wände, die sind immer richtig Töfte. Ja. Yay, eine Wespe! Jo, und voll getroffen! Yay, mich auch! Also, du hast doch eine Chance, mich einzuholen. Ich bin direkt hinter dir. Ja, ich klebe dir sozusagen am Hintern. Das musst du gar nicht. Ich kann mich um meinen Hintern selber kümmern. Okay. War wirklich nett von dir, aber ich verzichte. Lebst du immer noch hinter mir? Aua! Oh, verdammt! Ja, ich war jetzt ganz kurz vor dir. Ja, habe ich gesehen, gefällt mir nicht. Alter! Aua! Warum machst du sowas? Weil ich es kann und weil du mir im Weg warst. Klingt komisch, ist aber so. Ist aber so, genau. Kugelfisch! Da ist auf einmal ein Bot vor uns. Was macht denn da? Vor uns sein. Oh, Mann, Scheiße. Ah, Gott. Gerade so an der Drohne vorbei. So ein Scheißglück muss man haben. Ehrlich. Oh, wo bist du? Ja. Und? Daneben. Mann. Nicht getroffen. Okay. Ach, ja, setz mir doch Kugelfisch vor die Nase. Gefischt. Aber ich krieg dich trotzdem. Naja, das sagen sie alle. Da ist ja hier ein richtiges Affentheater los. Ja. Banzai! Banzai! Mach doch kein Kamikaze. Transform Turbo! Kommst du an mich nicht ran? Okay, Fletcher. Yay! Ah, da kommt er, da kommt er, da kommt er. Oh, das war eine Statue. Das ist nicht gut. Das fand ich gut. Autsch, ich habe auch eine getroffen. Ja, okay, das könnte eventuell dein Untergang irgendwann mal sein. Ja, was bekomme ich? Einen Kugelfisch. Autsch! Du hast doch noch getroffen. Ja. Und ich habe nicht mal gezielt. Da hätte ich nämlich nicht getroffen. Du meine Drohne ausgewichen? Das gibt's doch nicht. Ja. Wie geht denn das? Ich hab einfach nach vorne Gas gegeben.
Also viel Skill war da jetzt nicht vorhanden. Ich habe mich eigentlich auf den Impact vorbereitet. Okay. Aber nun. Bam! Was? Warum hat meiner jetzt gejubelt? Weil das kann. Geh weg, geh weg. Ich bin dabei. Ah, ist es denn der Possibility? Kannst du doch nicht tun hier in der dritten Runde. Oh. Ich ziehe vorbei, ich ziehe vorbei. Ich bin hier irgendwie, wo bin ich denn? Im Wirbel gefangen. Verdammt. Das ist mir noch nie passiert. Ich habe eine Ehrenrunde gedreht. Yes. Oh, oh Gott. Zum Ende hin hast du mir jetzt echt nochmal einen Schrecken eingejagt. Du hättest fast gewonnen. Fast. Fast ist auch noch nicht gewonnen. Nur wegen dieser Ehrenrunde. Ey, das ist mir noch nie passiert, in dem Wirbel da eine Ehrenrunde zu drehen. Nee, ich weiß auch nicht, was da passiert. Ne? Also, du hast... Ich hab was gelernt dabei. Hab ich noch nie gesehen. Und die Anzeige hier kenne ich so auch nicht. Aber ist okay. Ja. Gibt Schlimmeres. Shogun levelt auf Platz 2, oder? Oder? Na, komm. Ja, aufgestiegen. Level aufgestiegen. Hat sich ja schon fast gelohnt. Ich krieg ja auch 300.000 Level ab. 500 Millionen Dinger. Kann ich jetzt mal weitermachen? Ja, hab ich mir auch gerade gedacht. Naja, so. Hält sich wenigstens was passiert, wenn man falsch in diesen Strudel reinkommt. Ja, dann bekommst du irgendwo Strafpunkte. Dein Führerschein fällt weg oder sowas. Ich habe echt eine komplette Runde gedreht. Ich bekam dann irgendwann die Anzeige, falsche Richtung. Du hast dich dann gewundert, warum? Ne, weil der Strudel mich in die andere Richtung wieder gedrückt hat. Einfach so? Einfach so. Okay. Wollte nur... Ne? Yeah! Ich hoffe, man hat was Schönes gekriegt. Ja. Ein Turbo zum Start. Hey, und ich habe einen Handschuh. Mann. Das ist von Vorteil am Start, durchaus. Och ne, nicht die Strecke. Och ne. Da muss man so viel fliegen. Warum habe ich den Maus gewählt? Ach ja, weil ich einen Turbo am Start habe. Das ist super. Los! Oh Gott, zieh ich aber auch gleich weg. Was habe ich denn hier für eine Anzeige? Eine, die du vorher noch nie gesehen hast. Ja, wirklich nicht. Ich krieg hier anscheinend angezeigt, wie man fliegen soll. So eine striche Linie. Das hatte ich auch noch nicht. Vielleicht, weil du das erste Mal jetzt das Spiel gespielt hast, seitdem du es neu installiert hast. Ich weiß nicht, kann sein. Aber ich habe das noch nie gesehen. Das ich erinnere mich. Das ist so hellblau oder sowas, ne? Grün. Grün. Die grüne Punkte. Hm. Ach Gott. Ja, irgendwer hat mich verwirrt. Scheiße. Das ist die Wand. Ja, du hast gewonnen. Kann man jetzt schon mit Gewissheit sagen. Ich bin zumindest auf dem ersten Platz. Am Arsch. Ja. Hat mir irgendwer hier Verwirrung an den Kopf geknallt und im Flugmodus ist das beschissenste Zeug, was du kriegen kannst. Ja. Das ist wahr. Das Rennen in der Hand. Ich hab grad das Rennen in der Hand. Ja. Was machst du damit? Wirfst du es mir an den Kopf oder was? Ja, weiß nicht. Mal gucken. Im Moment ist niemand in der Nähe. Das Rennen ja, Boot fahren. Oh. Das dauert nur ein paar Stunden, dann bin ich vielleicht auch auf Platz 2. Okay. Ich bin gerade überlegen, wie diese Strecke hier ging. Die bin ich ewig schon nicht mehr gefahren. Aus ich sie einfach nicht mag. Okay, wieder fliegen. Also ich bin schon auf Platz 2. Gut, dann bist du ja hinter mir. Eventuell. Aber ich bin sehr weit von dir fern, weil ich sehe nicht mal dein Icon auf dem Radar. Okay. Also du hast diese Runde sowas von gewonnen. Durch ein so ein Scheißding, was ich am Anfang gekriegt habe. Ja, das kenne ich. Einmal richtig verkackt, dann hast du keine Chance mehr. Oh, ja. Was auch immer mich jetzt getroffen hat. Ach so, die da, die komischen Dinger da an der Seite, die pusten irgendwas raus. Mhm. Komisch, möchte gern wieder.
Ich sag ja, die Strecke hier, die kenne ich nicht. Ich spiele sie auch sehr, sehr ungern und sehr, sehr selten. Genau. Ich sehe auch immer noch nicht, was da war. Das gibt's doch nicht. Gibt's ja wohl. Müsste ich mal gucken, auf welcher Schwierigkeitsklasse ich die durch habe. Wahrscheinlich nur mit einem Stern. Ja, das ist bei mir standardmäßig bei allen Strecken. Nee, ich fahre ja normalerweise mittlerweile alles auf 4 Sterne. Weiß ich nicht. Auf 30. Also ich müsste, um weiterzukommen, die höchste Stufe fahren. Ich bin aber vom Können her in der einer Stufe drunter. Du bist auch etwas eingerostet, habe ich gehört. Ja. Aber es reicht immer noch, um diese Strecke hier gegen mich zu gewinnen. Mal gucken. Ach doch. Ach, jetzt sehe ich dich mal langsam auf dem Radar. Jetzt könnte es noch mal knapp werden. Hey. Ja. Der Radar ist auch ein bisschen verwirrend da gerade, finde ich. Ja. Welche Strecke fährt man denn? Hier links, rechts und überall. Was haben wir jetzt? Wespen. Ja, und ich treff's auch noch. Ja, und noch eine. Und noch eine. Ja, do it. Yo, do it. Ich hab grad alles getroffen. Kann doch keine mehr da sein. Ich hab doch, nicht mehr. Ich hab doch alle getroffen. Nein, da waren noch zwei. Die hast du getroffen. Nein, die sind schon weggegangen. Bevor ich sie erreicht hab. Okay. Die Steuerung extrem. Naja. Was? Ach so, stimmt ja. Hier kam ja jetzt so ein Typ, der da irgendwas schleudert. Also tut, als wäre er der Coolste. Ja, oh, das war knapp. Das war getroffen. Ja, mach das ruhig öfter, dann sehe ich dich vielleicht auch noch auf der Fahrbahn. Nicht nur auf dem Radar. Ich auf dem Radar bist du inzwischen auch schon wieder weg. Ich wollte gerade sagen, auf dem Radar sehe ich aber nichts. Also das war easy win für dich, würde ich sagen. Jo. Da ist nichts mehr mit einholen. Sehe auch schon meine Bot-Kollegen gar nicht mehr. Echt? Ja, und ich rede bei dem Bot schon von Kollegen. So schlimm ist es schon mit mir. Da bist du wieder. Yeah. Yeah. Ich winke, aber das kannst du eh nicht sehen. Nee. Ich schluck nur noch deinen Staub. Wie überbleibst du vom Staub? Staub auf dem Wasser? Ja, ja. Auf Wasser kannst du stauben. Ja. Okay. In meiner Welt klappt das. Was, noch eine Runde? Nein, wir sind in der dritten. Das war doch gar nicht das Ziel. Ach, da kommt das Ziel. Das war hier das Transformbringensgedöns des Todes. Glückwunsch, erster Platz. Wow, ja. Erster Platz. Hut ab. Das war ein glorreich verdienter Sieg. Du musstest kämpfen bis zum letzten. Ja, wie? Mit der Steuerung, ja. Ja, aber jetzt geht's nochmal um die Wurst. Weil ich bin einen Charakter gefahren, den ich glaube ich noch nie gefahren habe. Das werden wir gleich sehen. Oder auch nicht. Warum kann ich nicht weitermachen? Den musst du wahrscheinlich öfter benutzen, deswegen... Ja, den bin ich noch nie gefahren. Der kriegt gerade seine ersten Punkte. Und das auf einer Strecke, die ich nicht mag. Super. Dann weißt du, wie dein Schicksal in Zukunft aussieht. Mehr diese Strecke fahren mit diesem Charakter. Ja, ich muss öfter Ralf fahren. Dann gewinne ich gegen dich. Super, toll. So, schauen wir mal. Was nehmen wir denn als letzte Runde? Irgendeinen besonderen Wunsch? Nö. Okay. Ich hab auch keine Ahnung. Nehmen wir die hier. Nehme ich nicht so oft im Let's Battle. Zumindest glaube ich das. Panzer Dragon. Okay. Das wird schon. Das wird super. Das wird klasse. Wird einfach nur awesome. Kriege ich noch irgendein super geile Start-Item? Oder auch nicht? Oder auch nicht. Handschuh! Ich habe jedes Mal Handschuh! Naja,
Hat seine Vorteile, durchaus. Ja. Wenn ich jetzt wüsste, was. 3, 2, 1, los! Und den Start verkackt, super. Hab ich schon. Ich gebe immer von Anfang an Gas. Machst keinen Turbostart? Nein. Okay. Da weiß ich, dass ich dann sowieso die Arschkarte habe. Ist so. Ja gut, wenn du vorne bist, wirst du natürlich von allem bombardiert. Genau. Gerade am Anfang, wo halt viele Bots noch so hinter einem sind. Doof. Das stimmt. Aber trotzdem bist du vor mir, sehe ich gerade. Ups. Sitzt er jetzt auch wieder aufrecht. Achso. Und du weißt, wenn Gamer aufrecht sitzen, dann meint sie es ernst. Ja. Autsch, was hat mich denn da abgeschossen? Nichts von mir. So ein Schweinesack. Drohne. Zweiter Platz. Wer ist vor mir? Bist du da? Yep. Okay. Ja, shit, hat er mich getroffen. Wäre auch traurig gewesen, wenn nicht, war nämlich die Drohne. Ja, aber ich bin da schon zweimal ausgewichen. Das ist heute wohl wieder wahr. Was ich sonst nie tue. Ich komme näher. Ja, das kann man bestimmt ändern. Das ging daneben. Das ging auch daneben. Verdammt. Verdammt. Ich habe zweimal daneben geschossen. Ja, du aber auch. Das ist schon mal gut. Nein. Gekontert. Ich komme trotzdem. Das ist nicht gut. Ich finde das gut. Ich nicht. Oh nein. Oh, da hat mir eine Drohne an den Kopf geballert. Ja, das. Ja, die Bots werden später von mir bezahlt. Ach, verdammt. Nein, du kriegst mich nicht, 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 du kriegst mich nicht. Ich hab mir das vorgenommen. Dann musst du dir das an einem anderen Tag vornehmen. Nicht. Oh, daneben. Na, Kacke, verwirrt. Ja. Wobei das hier auf dem Wasser ja nicht so tragisch ist. Ja, das ist nur links und rechts verwirrt. Nicht oben und unten. Oh Gott, was kommt da schon wieder an? Eine Drohne? Ja. Abgeschossen. Nee. So. Was ist denn Schweinehund? Nein, ich bin ein Mammut. Mit Schweinehunden bin ich nicht verwandt. Nein? Obwohl, ja doch, eventuell. Die Zuschauer feuern mich schon an hier. Wenn die sich jetzt bei mir wundern, dass ich durch die Wespen einfach so durch konnte, es waren meine Wespen. Dann geht das. Ich habe schon wieder diese Flughilfe. Ich konnte auch einfach durch die Wespen. Wieso das denn? Ich bin denn ausgewichen. Ach so. Ne, ich bin einfach durchgeflogen. Ich hab sie ignoriert. Dann fliegen die immer so ein bisschen weg. Genau. Super Gegenstand. Oder? Du bist ein Cheater! Super Gegenstand Handschuh. Ganz toll. Ja, dann hast du einen blauen Handschuh, ja? Ja. Finde ich toll. Kann ich super gebrauchen. Genau das, was du nicht brauchst. Das ist awesome. Wow, was war denn das? Der Drift in der Luft abgebrochen worden. Vielleicht gegen irgendwas geknallt? Nö. Dann weiß ich es auch nicht. Ich weiß nur, dass ich den Sieg schon so gut wie in der Tasche habe. Sind wir in der Runden? Wir sind in der dritten Runde, verdammt. Ja. Boah, wenn ich mich jetzt selber getroffen hätte mit dem Kugelfisch, dann hätte ich mich auch geregt. Das war nämlich richtig knapp jetzt gerade. Feuerwerk! Yeah. Toll gefahren. War wohl leider auch dieses Mal nichts. Verdammt! Irgendwann bist auch du gewonnen. Verdammt!
Ja, aber nee. Trotzdem super, dass du dran teilgenommen hast. Ja, immer wieder gerne, vor allem bei dem Spiel hier. Es ist, ne, irgendwann wirst du gewinnen. Und dann, dann hast du einfach nur so einen Höhenflug, dann wirst du einfach nur noch gewinnen in diesem Spiel. Meinst nur du? Noch. Ich bin da fest, nee. felsenfest davon überzeugt. Ich gewinne dann in allen. Oh nein, bitte nicht, oh nein, bitte nicht. Dann muss er immer wieder gegen die Starcock spielen, dann muss er dazu erstmal das wieder installieren. Das müsste ich erst installieren, genau. Nach dem Rage Deinstall. Aber da kommt ja bald die neue Erweiterung. Ja. Die Chance ist dann hoch. Dann wird es wieder gesuchtet. Ja. Allein schon für den Story-Modus. Ja eben, die Kampagne wird dann auf jeden Fall gesuchtet. Oder Story-Modus, ja. Genau. Und, naja, aber bis dahin dauert es ein bisschen. Ich weiß gar nicht, gibt es einen Termin? Ja, November. Okay. Oh, ist ja nicht mehr so lange. Nee, so ungefähr um meinen Geburtstag rum. Okay. Wenn ich mich nicht irre. Könnte auch ein paar Tage später sein. Naja. So, wir sehen uns beim nächsten Let's Battle. Mit dem Amiga-Link vielleicht. Vielleicht. Mal gucken. Wenn er sich traut. Ja, natürlich. Ja, und dann sag ich mal tschüss und bis dann. Ciao. Hm? Du bist noch da? Hm. Na gut, dann gibt's jetzt noch eine Endcard. Selber schuld, selber schuld. Aber kannst ja wieder abschalten. Ist ja so. Gut. Wenn du auch mal ein Let's Battle gegen mich machen möchtest, findest du in der Videobeschreibung einen Link zu einer Bewerbung. Diverse Spiele sind da möglich und ich würde mich doch sehr freuen, wenn du dich meldest. Lohnt sich auch des Öfteren so mal hinzugucken, falls du eins von den Spielen nicht hast, beziehungsweise keins von den Spielen hast, so muss man es ja sagen. Es kommen immer wieder noch weitere Spiele dazu. Vielleicht ist ja irgendwann mal eins dabei, was dir gefällt, was du auch hast, was du gegen mich machen möchtest. Wäre super, ich würde mich freuen. So, rechts oben siehst du Blades of Time, mit einem Klick drauf kommst du zur Playliste. Rechts unten ist Ip und Op. Ein Spiel, wo Mammut und ich fast dran verzweifelt sind. Also es hat unser Gehirn doch so manches Mal zum Qualmen gebracht. Hat aber sehr viel Spaß gemacht. Mit einem Klick auf den Amiga-Link-Schriftzug kommst du zu meiner Blogseite, wo auch nochmal das Let's Battle-Bewerbungsformular ist. Naja, und abonnieren, ne? Wenn du unbedingt möchtest. Ein Klick drauf, fertig. Ja, und ansonsten, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Däumchen freuen und wir sehen uns bei einem anderen Video beim nächsten Let's Battle. Vielleicht gegen dich. Wäre super. Ciao.